Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Arminia Bielefeld Karriere. Und ja, heute beginnen wir mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ist ein Spitzenspiel in der Liga. Wir sind Dritter, die sind glaube ich auch nur Fünfter oder Sechster. Also schon eine der etwas besseren Begegnungen des Spieltags. Und ja, mal schauen, ob wir unsere gute Form aus Folge 1 beibehalten können. Ich habe jetzt auch mal die Schwierigkeit hochgestellt. Bis jetzt habe ich auf Weltklasse gespielt. Ich habe jetzt aber privat noch ein bisschen Karrieremodus gespielt. Da bin ich eigentlich mit Legende sehr gut zurechtgekommen und habe jetzt auch mal gedacht, stellen wir auch mal hier die Schwierigkeit auf Legende. Werden wir jetzt heute gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg dann im zweiten Spiel testen. Und da können wir sehr zur Not zur nächsten Folge immer noch umstellen, weil die Spiele in der letzten Folge ja eigentlich schon echt eng waren. Also wir haben jetzt nicht wirklich locker gewonnen. Und ja, aber mal schauen. Jetzt kommen wir erstmal zu der Ausstellung der Leverkusener. Dem hierbei als Linksverteidiger, das hat mich vorher schon irritiert. Aber naja, wenn sie meinen, das so machen zu müssen, dann ja, machen sie es halt so. Unsere Ausstellung muss ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Wir spielen mit der besten Aufstellung, mit unserer A11. Und ja, jetzt geht's rein ins Spiel. Jetzt kommen hier die Leverkusen dann auch vorne, aber Ortega gleich hier mal mit der Parade nach nicht einmal 5 Minuten. Dann kommt jetzt die Ecke rein, aber die können wir klären. Oh, und dann ist da noch ein Leverkusener Bein dazwischen. Der Ball kommt zurück und dann ist es das 1-0. Ja, da machen wir den Fehler und den nutzen die Leverkusener natürlich ja eiskalt aus. Ja, das darf uns einfach nicht passieren. Hier direkt vorm Strafraum der Fehlpass. Ja, das müssen wir besser machen. Dann ist Andrich vollkommen frei und macht den Ball zum 1-0 rein. So, jetzt wir mit der nächsten Chance. Christians mit der Flanke, aber die geht an Freund und Feind vorbei. Jetzt behalten wir den Ball, aber irgendwie im Spielball kommt zurück und dann ist das der Ausgleich von Serra. Keine 5 oder keine 10 Minuten gespielt, besser gesagt. Und schon machen wir hier den Ausgleich. Also das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Hier, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das waren im Leben keine 10 Minuten nach dem Tor. Es war, glaube ich, nicht mal 5 Minuten nach dem Führungstreffer der Leverkusener. Wir hier wieder mit dem Ausgleich. Abseits verdächtig, aber der mit der Nummer 5 hebt das Abseits auf. Und dann, ja, Serra lässt sich die Chance nicht entnehmen. Ja, es waren 4 Minuten nach dem Führungstreffer der Leverkusener. Wir jetzt mit dem Ausgleich. Ja, und gleich mal hier den Ball geholt. Aber der Pass auf Serra kommt nicht an. Und jetzt Christians auf dem Weg nach vorne. Christians Pass in die Mitte. Oh, der kommt nicht an. Und dann ein bisschen Ping-Pong im Leverkusener Strafraum. Aber die können das noch bereinigen. Oh. Und jetzt kommen die Leverkusener wieder. Da haben wir vorhin noch einen abgeräumt. Sonst wäre der Doppelpass angekommen. Und den Ball haben wir. Mal schauen, können wir jetzt hier vielleicht den Konter draus ziehen. Oh, bleiben sogar noch in Ballbesitz. Oh, jetzt der Pass durch. Oh Mann, der kommt leider nicht auf Krüger durch. Ich glaube, der wäre nicht im Abseits gewesen. Oh, das hätte, glaube ich, gezählt. Aber leider kommt der Ball da nicht durch. Jetzt kurz vor der Pause. Wir vielleicht nochmal mit Florentino, Ball in die Mitte auf Krüger. Oh, der ist aber ein bisschen zu hoch. Da kommt Krüger leider nicht mehr zum Kopfball ran. Und das sollte es jetzt auch gewesen sein von Halbzeit 1. Ja, das war's mit Halbzeit 1. Wir gehen hier mit einem 1-1 in die Pause. Das, ja, eigentlich relativ verdient ist. Gut, die Leverkusener mit ein paar Schüssen mehr als wir. Aber gut, die meisten davon hatten einfach nur zu einem Eckball geführt, weil das Schüsse aus 30 Metern gefühlt waren. Da war jetzt nichts allzu Dramatisches teilweise dabei. Sieht man auch, dass die nur knapp mehr erwartete Tore hatten als wir. Und ja, jetzt geht's rein in Durchgang 2. Mal schauen, ob wir hier den Führungstreffer noch machen können oder ob denn hier überhaupt noch wer macht. Jetzt die nächste Chance für uns mit Krüger. Der kommt durch und Krüger mit dem 2-1 für Bielefeld. Damit drehen wir hier das Spiel 10 Minuten nach der Pause. Da kommt Krüger super durch und da knallt den Ball dann unter die Latte. Man sieht hier, der Ball war im Tor, also nichts dran zu zweifeln. Gut, ich glaube, der ist später sogar noch ein bisschen weiter hinter die Linie gesprungen. Aber er war auf jeden Fall drinnen. Das sehen wir hier, ja, da springt er jetzt komplett hinter die Linie, da hätte man auch das zeigen können. Und ja, Krüger mit dem 2-1, damit sind wir jetzt vorne.
So, jetzt nach, ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten gespielt, nach, ja, knapp 70 Minuten wechseln wir jetzt dreimal. Hack, Kunze und Lassme kommen rein. Und ja, mit den drei Wechseln geht's jetzt dann gleich weiter. Jetzt die nächste Chance für uns. Barkok, der ist noch drinnen. Flanke an den zweiten Pfosten. Oh, da kommt Christians fast dran, aber Lunev passt auf. Der hätte sich Barkok jetzt kurz vor seiner Auswechslung noch hier mit der Torvorlage verabschiedet, aber ja, Lunev leider auf dem Posten. So, gibt jetzt 10 Minuten vor Schluss eine Ecke für die Leverkusener. Jetzt wurden auch unsere Wechsel ausgeführt. Oh, der Ball kommt nochmal gefährlich durch, aber Ortega faustet den Ball schön weg. Jetzt kommen die Leverkusener aber wieder. Ja, Distanzschuss und der ist drinnen. Damit machen die Leverkusener jetzt hier den Ausgleich. Florian Wirtz mit dem 2 zu 2 für Leverkusen. Boah, das hätten wir echt verhindern können. Aber wirklich aus dem Gewühl raus, von der Strafraumkante zieht der ab. Also den muss doch da eigentlich auch irgendwer blocken. Ja, sogar von außerhalb des Strafraums. Ja, und dann genau zwischen dem Mann mit der 2 und mit der 27 durch wahrscheinlich. Ah ne, rechts vorbei an dem mit der 27. Boah, Mann, da, also als hätten wir eigentlich irgendwie diesen Schuss blocken müssen. Ja, jetzt hier alles wieder ausgeglichen. Und Leverkusen macht hier tatsächlich kurz vor Schluss noch den Führungstreffer. Das gibt es doch nicht. Salvio mit dem 3 zu 2 in der 90. plus 2. Boah, ey, das kann's doch nicht sein. Da spielen wir eigentlich so gut das gesamte Spiel über und dann kommt hier ein langer Ball durch und dann, ja, macht Salvio hier das 3 zu 2 und jetzt sollte es das hier sein. Ja, damit innerhalb von 8 Minuten geben wir hier wirklich eine 2-1-Führung aus der Hand gegen Leverkusen. Also diese Niederlage war echt vermeidbar. Also Leverkusen ist schon klar die deutlich bessere Mannschaft als wir, so von den Spielern her, aber also ein Punkt wäre hier mindestens drin gewesen in dem Spiel. So, und jetzt ist die Positionswechseloption bei Christians verfügbar. Mal schauen, den machen wir jetzt zum ZOM und er geht leider nicht hoch. Er bleibt bei einer 84. So, jetzt sind wir beim Spiel gegen Leipzig angekommen. Es wird zwei kleine Änderungen geben. Ciborra und Hack werden spielen. Sonst die erste Elf. Und es wird eine 3 zu 1 Niederlage. Ja gut, gegen Leipzig ist das verschmerzbar, dass wir das verlieren. So, jetzt sind wir auch schon beim zweiten selbstgespielten Spiel für diese Folge angekommen. Es geht gegen Wolfsburg. Es wird eine Änderung geben im Vergleich zur Standard ersten Elf. Keitel spielt für Pritel, weil bei Pritel die Ausdauer schon relativ niedrig ist, deswegen darf er spielen. Ich schaue jetzt gerade so die Aufstellung von Wolfsburg an. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, das ist, dass Lacroix im rechten Mittelfeld spielt. Aber also schnell genug für einen Flügel ist er definitiv, aber weiß nicht, ob seine restlichen Fähigkeiten so sinnvoll sind und ob der vielleicht nicht mit William getauscht werden sollte. Und ich glaube auch, dass Mollet und McNeil vielleicht eigentlich mehr tauschen sollten. Aber ja, die KI ist halt ein bisschen eigen. So, wenn sie meint, so spielen zu müssen, dann spielen sie halt so. Ja, mal schauen, ob wir dieses Spiel gewinnen können. Also gegen Leverkusen, die sind besser als Wolfsburg, finde ich. Und da waren wir kurz vor einem Punktgewinn oder sogar kurz vor einem Sieg. Mal schauen, ob wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen können. Und da sind wir auch schon in Wolfsburg in der VW Arena, heißt die, glaube ich, oder Volkswagen Arena. Ja, Volkswagen Arena heißt die, genau. Und ja, zweites Auswärtsspiel für diese Folge bedeutet, ich muss die Torhymne nicht reinschneiden, spare ich mir zumindest ein paar Minuten Arbeit. Wenn ich die da fünfmal oder so reinschneiden muss, teilweise pro Folge, ist das schon, gehen da schon so 10 Minuten immer zusätzlich noch rein fürs Editieren, aber so spare ich mir zumindest ein bisschen Zeit. Aber naja, gut, das nur mal so erwähnt und jetzt geht's hier rein ins Spiel. Jetzt kommen die Wolfsburger gleich mal nach vorne, aber geklärt, mal schauen, können wir jetzt hier vielleicht den Konter ziehen. Ah, der Pass war jetzt nicht so gut. Jetzt kommen die Wolfsburger hier wieder und der Distanzschuss, aber den hat Ortega sicher. Jetzt die Ecke, getreten von McNeil.
kurz ausgeführt. Und den Ball haben wir eigentlich fast jawohl, aber gibt Einwurf für Wolfsburg. Oh, jetzt hier alles irgendwie zustellen. Pass kommt hier durch, dass der darf so eigentlich nicht ankommen. Und dann können wir den Ball erstmal blocken und haben ihn dann auch, aber verlieren ihn gleich wieder. Wieder geblockt und jetzt hat Ortega den Ball. So, gibt es jetzt eine Ecke für Wolfsburg nach knapp 20 Minuten. Ball kommt rein, aber geklärt und da kommt der Ball nochmal zurück. Wow, und den muss Ortega eigentlich festhalten, aber zum Glück ist da nichts weiteres passiert. Und jetzt kommen wir hier mit Krüger, der zieht hier in die Mitte, Pass nach vorne und dann braucht das Serra, war das glaube ich zu lange, um den Ball anzunehmen. Gibt immerhin noch Ecke für uns, Christians auf Bakker. Der kommt da nicht ran, aber Christian schlägt den Ball nochmal rein und dann kommt da wieder keiner ran. Aber wir bleiben hier in Ballbesitzer und dann ein Fehlpass. So, gibt jetzt wieder eine Ecke für Wolfsburg nach knapp 36 Minuten. Und den Ball hat Ortega, gibt jetzt hier die nächste Chance hier für Wolfsburg. Oder wie gesagt, die nächste Ecke. Und den Ball hat Krüger, jawohl. Und jetzt muss es hier schnell in die andere Richtung gehen. Auf der anderen Seite, um Gottes Willen. Wo sollte, also was war das denn für ein Pass? Ich lade voll auf und der schafft den Ball nicht mal zum, über die, ja, also nicht mal über die Mitte vom Spielfeld zu bringen bei der Seitenverlagerung. Also das war jetzt auch eher dürftig. Jetzt die Wolfsburger wieder. Können die hier vielleicht noch irgendwie aufhalten? Ist jetzt auch schon kurz vor der Pause. Jetzt hier bloß nicht noch einen Gegentreffer kassieren. Und mein Gott, also den Ball müssen wir eigentlich schon früher geklärt haben. Aber zum Glück ist hier noch nichts passiert. Jetzt wir hier mit Barkok. Der will Krüger bedienen, aber der Pass kommt. Oh doch, der kommt doch an. Serra wieder zurück auf Krüger. Oh, aber dann hat Castells den Ball. Und ja, damit, also kurz vor der Pause ist eigentlich gefühlt unsere beste Chance hier, ein Tor zu machen. Und man muss sich die Statistik mal anschauen. Das ist schon relativ deutlich, muss man sagen, für die Wolfsburger. Die sind hier die klar bessere Mannschaft. Aber sie haben es noch nicht geschafft, ein Tor zu machen. Mal schauen, ob wir das hier im zweiten Durchgang so beibehalten können. Und jetzt Wolfsburg mit dem 1:0. Also ich weiß nicht, was das hier ist. Die Wolfsburger stehen immer so frei. Die sind immer in Unterzahl, aber die kommen immer so frei an den Ball. Auch schon bei den Chancen im ersten Durchgang. Also da auch wieder, da kann er den Ball annehmen, sich drehen und keiner ist auch nur bei ihm, um irgendwie den Zweikampf zu führen oder ihm den Ball irgendwie wegzunehmen oder so oder den Ball abzufangen. Also die stehen einmal so frei und das, obwohl die teilweise zu zweit gegen 8 von unseren Leuten da hinten drin stehen. Also, ja, also ich weiß eigentlich nicht, was das los ist. Hier jetzt auch schon wieder. Da war der auch schon wieder viel zu frei dafür, dass der als einer von zwei Wolfsburg-Spielern in der gegnerischen Hälfte war. Da ist auch wieder der Flügelspieler vollkommen frei. Da muss Kappa eigentlich bei dem stehen. Und ja, jetzt konnte er zum Glück den Ball nochmal sich holen. Und jetzt wie hier vielleicht. Jetzt der Ball auf Serra, der ist gut, Serra und der mit dem 1:1 für Bielefeld. Boah, ganz wichtig, dieses Mal wir mit ein bisschen Glück, diesmal war Serra vollkommen frei, muss man sagen. Und dann, ja, schön angespielt und macht dann schön den Ausgleich. Ja, damit hier kurz nach dem Tor gleichen wir hier wieder aus und jetzt wieder alles offen. Und jetzt, oh, dachte ich, könnte vielleicht irgendwie das Momentum nutzen, aber wir verlieren dann hier gleich wieder den Ball. Jetzt die nächste Chance für uns, wieder mit Krüger und dieses Mal macht er das Tor. 2:1 Bielefeld, dieses Mal drehen wir das Spiel. Oh, anders als die Leverkusener im letzten Spiel. Gut, wobei, wir hatten gegen Leverkusen auch das Spiel einmal gedreht, dann haben sie es wieder zurückgedreht. Aber dieses Mal drehen wir jetzt hier das Spiel. Ja, der Ball schön durch und auch wieder genau wie auf der anderen Seite. Die Stürmer sind in Unterzahl, aber sie stehen immer so frei. Also, ja, das ist das Deckungsverhalten in FIFA 22 ist auch teilweise, ja, nicht vorhanden, würde ich jetzt sagen. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Und ja, jetzt drehen wir das Spiel. Und jetzt müssen wir hier versuchen, die Führung zu halten und nicht wieder wie gegen Leverkusen das Spiel aus der Hand zu geben. Jetzt kommen hier die Wolfsburger nochmal über die Seite. Aber dann haben wir den Ball und jetzt muss es hier schnell in die andere Richtung gehen.
mit Krüger. Der bricht nochmal ab, kann sich dann aber schön am Verteidiger vorbeidrehen. Krüger will Serra bedienen, aber der Ball kommt nicht an. Wenn der Fuß vom Verteidiger da nicht dazwischen ist, dann ist Serra frei durch. Und jetzt die nächste Chance für die Wolfsburger. Oh, und dann muss der Verteidiger da eigentlich den Zweikampf gewinnen, aber dann gewinnt der nächste Verteidiger ihn zum Glück. Und jetzt ist schon die Nachspielzeit und wir jetzt hier nochmal im Angriff. Also das sollte es dann jetzt eigentlich auch gewesen sein. Der Ball kommt schön durch. Oh, dann stolpert Serra da. Aber es ist egal. Wir gewinnen 2-1 gegen Wolfsburg. Ich wollte schon sagen, gegen Bielefeld. Aber wir gewinnen gegen Wolfsburg natürlich. Oh, also das war wirklich am Ende eine Kraftleistung. Und ja, man muss sagen, Wolfsburg klar besser, aber ja, die meisten Schüsse haben eh eigentlich meistens nur zu Ecken geführt von denen. Und dann, ja gut, wenn man sieht, wie viele Ecken die hatten, also jede Ecke wurde durch einen Schuss hervorgerufen und dann nach jeder Ecke gab es auch nochmal einen Schuss mit dem Kopfball, dann bleibt nicht mehr viel übrig an gefährlichen Chancen. Und ja, wir waren einfach die effizientere Mannschaft, haben jetzt vielleicht nicht verdient gewonnen, hatten auch nur 1,5 erwartete Tore und haben 2 Tore gemacht. Ja, das war einfach Glück, würde ich sagen. So, und ich hatte ja letzte Folge gesagt, ich melde mich mit den Jugendspielern nur noch, wenn es gute Jugendspieler gibt. Und ja, ich habe ihn hier gefunden, Rick Peters. Der hat einfach 4,4 Millionen Marktwert. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Den schauen wir uns jetzt auch gleich mal an, was das für einer ist. Ein ZOM, der hat eine hier 69er Gesamtstärke. Den werden wir dann im Winter auf jeden Fall in die Jugend, also in die erste Mannschaft übernehmen und ihn dann auch, ja, und ihn dann auch verleihen, damit der ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ich sehe gerade, der ist aber nicht wirklich schnell, muss man sagen. Ja, wäre vielleicht bei uns doch nicht so gut für die 10, muss man sagen. So, jetzt steht das Spiel gegen Schalke an in der Liga. Das werden wir sehr schnell simulieren. Es gibt auch ein paar Änderungen. Und zwar, es dürfen Stanisic, Kunze, Niemann und Lasme spielen. Einfach, ja, weil Schalke, die sind 16. Und wenn wir nicht gegen die ein bisschen rotieren, gegen wen dann? Und es wurde leider nur ein 1:1. Also vielleicht ein bisschen zu viel rotieren. Und Stanisic sieht auch noch gelb-rot. So, jetzt sind wir im vorletzten Spiel für diese Folge angekommen. Es geht gegen Köln. Auch hier wieder 3 Änderungen. Und zwar Müller, Keitel und Ramos werden spielen. Mal schauen, ob das dieses Mal ein Sieg wird. Jawohl, es wird ein 3:1. Dieses Mal war die Rotation nicht zu viel. Kappa, Christians und Pieper treffen. Also 2 der 3 Tore von Verteidigern. Stark. So, und jetzt sind wir beim letzten Spiel für diese Folge angekommen. Es geht gegen Hertha. Und da werden wir jetzt auch wieder ein bisschen rotieren, aber aus dem Grund, weil nämlich am nächsten, und zwar in 3 Tagen, das Pokalspiel gegen Hoffenheim ist. Da möchte ich ein paar wichtige Leute für schonen. Und zwar Bakker auf links, hinten wird geschont, Florentino auf der 6 wird geschont, Krüger wird geschont, für ihn darf Lasme spielen und auch Christians wird geschont, für ihn darf Hackspiel, mal schauen, vielleicht wird es ja ein Unentschieden. Ja, es wird eine 3:1 Niederlage, aber ja, ich glaube, Christians wäre es vielleicht ein bisschen besser ausgegangen, aber auch so hätten wir das, glaube ich, nicht gewonnen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Pokalspiel gegen Hoffenheim. Das gibt es dann eben in der nächsten Folge. Wie weit wir dann weiterspielen, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt hier auch noch irgendwann sogar das schon das zweite oder besser gesagt das nächste Pokalspiel. Deswegen muss ich mal schauen, das muss ich mir noch überlegen, wie weit wir spielen. Aber den November werden wir auf jeden Fall komplett noch mitnehmen. Das kann ich schon mal sagen. Also die 3 Spiele werden wir auf jeden Fall machen. Vermutlich werden wir das Spiel gegen Hoffenheim spielen und dann noch gegen Bremen, würde ich jetzt mal sagen. Gegen Bremen, die sind jetzt aufgestiegen. Habe ich schon Bock, gegen die zu spielen und dann, ja, vielleicht vor dem Freiburg-Spiel die Folge beenden. Das weiß ich noch nicht mal. Schauen, aber ja gut, das werde ich dann noch sehen. Und ja, wir können mal einen kurzen Blick auf die anderen Pokalspiele und auch auf die Tabelle werfen. Mal schauen, die anderen Pokalspiele. Ja, mal schauen, Dortmund Mainz ein Erstligaduell, Leverkusen Schalke, sonst Gladbach Augsburg noch, wir gegen Hoffenheim, Bayern spielt gegen Düsseldorf, Leipzig gegen Hamburg. So, dann Freiburg Hertha auch noch ein Erstligaduell, mal schauen, in der ersten Runde. Ingolstadt schon ausgeschieden, Hannover schon raus, auch schon ein paar etwas bessere Teams raus. Köln haut Regensburg raus, also Viktoria Köln.
Meppen gewinnt gegen 60 im Elfmeterschießen. Bochum haut Lautern raus. Ja, alles schon ein paar interessante Spiele. Auch Nürnberg verliert schon gegen Wien Wiesbaden. Und dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Ja, wir beenden die Folge auf Platz 7. Das würde vermutlich sogar reichen, wenn ein Team, das vor uns in der Tabelle steht, den DFB-Pokal gewinnt, um international zu spielen. Gut, wobei man aber auch sagen muss, wir haben jetzt gegen Hertha verloren. Die sind noch hinter uns. Union und Leverkusen, auch Gladbach, die könnten uns definitiv noch überholen. Die haben auf jeden Fall ja, die Qualität uns zu überholen. Wobei Gladbach jetzt auch schon 5 Punkte Rückstand auf uns hatten, auch nach oben. Also so groß ist der Abstand nicht. Mit einem Sieg wären wir auch schon an Wolfsburg vorbei. Also da könnte es auch vielleicht sein, dass wir nicht nur Conference, sogar vielleicht sogar Europa League nächstes Jahr schon spielen. Wir sind punktgleich sogar mit den Hoffenheimern. Also mal schauen, was das dann am Ende vom Jahr wird für einen Platz, aber international ist auf jeden Fall drin. Und das ist auch, glaube ich, so jetzt das Saisonziel, dass wir nächstes Jahr international spielen, weil, also wir haben auf jeden Fall mittlerweile einen Kader dazu mit den Transfers, die was wir getätigt haben. Also, und ja, gut, das war's dann auch hier von dieser Folge. Mehr gibt es nicht mehr zu erzählen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao!